Ja, ein freundliches Hallo und herzlich willkommen. Yeah, es ist wieder soweit. Ich hoffe auf epische Action und zahlreiche, was soll man sagen, Abenteuer, Bauten, zahlreiche gute Ideen für Bauten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir hier so direkt wollten, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir wollten Weizen oder sowas holen, ne? Kann das sein? Oh. Ich brate erstmal das Fleisch. Wenn ich den Platz hätte. Ach ja, stimmt, wir haben Kuchen gemacht. Das heißt, den Zucker kann ich natürlich hier lassen. Stimmt, wir werden nichts mehr zu essen. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz für meine Kohle. Das heißt, dann lasse ich das mal hier. Falls ich noch mal ein paar Fackeln brauche. Ja, ja. Besser ist das. Ah, die Welt ist schon so ein bisschen buggy hier an manchen Stellen, ne? So im Nachhinein. Was jetzt so alles halt seit der Konvertierung auf die Xbox One halt nicht mehr so richtig läuft und nicht so richtig gut ist. Das, wird mehr. Ich möchte einmal hoch zum Hexenhaus laufen. Ach ja, unsere Stadtbibliothek, beziehungsweise Stadt, ist auch nicht so ganz richtig. Klein Kleckersdorf ist ja keine richtige Stadt. Ist ja halt Klein Kleckersdorf. Ach, hier steht sogar eine Werkbank. Sieh einer an. Schon ganz komfortabel. Und die Aussicht ist auch recht gut, ne? Wenn man es überlegt, das Schiff, alles, also, wobei ich sagen muss, dieses Gebäude, dieser Turm mit dem Vulkan da hinten, ist natürlich immer noch so, ist der Turm nicht, aber die Burg und natürlich der Vulkan sind unsere absoluten Meisterwerke. Es ist echt schon ganz krass. Ich weiß gar nicht, ob das hier bei dem Let's Play war, aber irgendwo war die Tage, ich glaube, das war hier bei dem Xbox One Let's Play oder Xbox allgemein, also Minecraft Xbox Version bei dem Let's Play. Da kam die Frage auf, von wegen so, ja, hast du das hier mit den Burgen und allem und so halt selbst gebaut oder was ist das für ein Welt? Ja, also wenn es hierauf bezogen war, definitiv habe ich selber gebaut. Wenn es auf die PC-Version bezogen war, auf eine Folge, auch das habe ich alles selber gebaut. Ja, viel, viel Arbeit, viel, viel Zeit und wenn man sich die Folgenanzahl anguckt, ich denke, dann ist das auch nachvollziehbar, warum, wieso, weshalb, diese ganzen tollen Sachen da stehen und letztendlich kann ich auch immer nur wieder empfehlen, einfach die Folgen gucken. Ja. Puh. Na, hier sind jetzt mal viele Schafe, ne? Heftig, ey, was ist hier los? Naja, gut, soll nicht unser Problem sein. Da-dam, da-dam. Immer noch episch, ne? Ah, die Größe hier ist echt heftig. Wie riesig das Ganze halt ist. Klar, es gibt wesentlich größere Bauten, aber für eine Person ist das, denke ich, schon absolut ausreichend in der Zeit, die nicht im Kreativmodus baut, ne? Das muss man, glaube ich, dann immer wieder betonen. Und das auch noch während eines Let's Plays. So, dann bauen wir hier Schotten dicht. Einfach damit wir unsere Ruhe haben. Und es wird, glaube ich, dunkel, ne? Gar nicht gut. Habe ich denn eine Minenkarre dabei? Ne, natürlich nicht. War ja nicht anders zu erwarten. Warum hätte ich auch damit rechnen sollen, dass ich sowas dabei habe? Naja, wir latschen erstmal wieder zurück. Weil wir werden da hinten weiter basteln. Wir haben immer noch das Schloss, was fleißig. Oder, naja, fleißig nicht. Also, was, ja, wie soll ich das sagen? Ruhig und gelassen darauf wartet, von uns aufgebaut, fertig gebaut werden möchte. Oder darauf wartet, dass. Fertig gebaut. Ja, dass es fertig gebaut wird, könnte man auch so nennen. Durfte ich keine Minenkarre dabei haben, ne? Also eine Lore. Ja, das wird jetzt echt schön. Trinkt dieses Pferd da gerade aus dem Wasser? Das sah so aus, ne?
Habe ich auch nicht gesehen. Also ich weiß, dass sie aus Gras fressen, aber dass sie trinken. Also nicht aus Gras, also dass sie Gras fressen, aber. Was mit dem Trinken? Ach ja. Hab jetzt nur gesehen, dass das neue Hitman draußen ist. Ah, ich muss sagen, das würde mich natürlich genauso auch wie Quantum Break und so. Und auch noch immer das neuere Tomb Raider. Definitive Edition haben wir ja von dem anderen gezockt. Jetzt müsste dann das auch mal irgendwann kommen, denke ich. Das sind so Spiele, die mich auch noch reizen, aber wir haben jetzt Division im Moment und das wird, glaube ich, noch echt lange, lange dauern. Bis dahin ist dann schon das neue Elder Scrolls draußen, bis wir dann damit fertig sind, weil das ist einfach riesig. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt schon mittlerweile in meinem privaten Account gespielt habe. Und ja. Ist schon ganz heftig. Wobei ich sagen muss, klar, man hat natürlich, wenn man die Beta gezockt hat, dann hat man so den einen oder anderen Wiedererkennungswert, ne? Dass man sagt, hey, warte mal, das kenne ich aber. Ja, das hat man, aber gut, ist auch nichts Dramatisches, nichts, wo ich sage so, oh nein, voll doof. Und diese Mission kenne ich ja schon aus der Beta oder Alpha. Also in der Alpha war die, ich habe die Alpha etwas exzessiver gezockt damals, als es das erste Mal die Möglichkeit dazu gab. Und da habe ich jetzt so ein, zwei Missionen schon wieder entdeckt, aber sieht gut aus mit der Brücke da hinten, ne? Wenn man das so sieht da, ja. Und das hier müsste man auch nochmal fertig bauen. Das kann man ja schlecht so lassen. Sieht irgendwie doof aus. Ich könnte dafür Holz nehmen. Ja, könnte man machen. Denkgrübel. Nee, da habe ich jetzt. Ach ja, ich. Ich muss auch sagen, ich bin echt, freitags ist ja immer so der Tag, wo ich am kaputtesten bin, ja, also und ich merke auch heute so, mega, mega ätzend, wie kaputt ich wirklich dann halt bin an der Stelle und das macht auch keinen Spaß. Wenn man dann so da sitzt und dann so nach dem Motto, ich muss mich konzentrieren, dass mir jetzt die Augen nicht zufallen, ist nicht so cool, wie es klingt, glaube ich. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie möchte ich das denn machen? Eigentlich möchte ich es gerne so machen. Genau, und dann. Weißt du, was ist mal anders? Sieht ja eh keiner. Gedönsdings dran klatschen. Genau, machen wir das kurz so. Wunderbärchen, auf den kann ich das hier nämlich schön fertig machen. Dass das Ding endlich steht. Ja. Ja, es steht ja schon halbwegs, aber naja, es sieht halt noch nicht gut aus an der Stelle, ne? Nee, das kann es ja keinem zeigen. Ansonsten, dieses Wochenende wird, glaube ich, etwas ruhig. Oh, sorry, da war wieder einer dieser episch berühmt-berüchtigten Genpausen. Oh, das ist echt schlimm. Ich bin einfach so. Vor allem, ich habe extra vor dem Let's Play, habe ich schon tonnenweise jetzt Kaffee in mich reingeschüttet, weil ich dachte so, okay, hey, du bist einfach so im Eimer. Komm, gibst du dir einfach mal hier die volle Kante an Kaffee, was du so da hast und irgendwie noch ein Energy und hast du nicht gesehen und trotzdem, also. Ich glaube, irgendwann ist man halt einfach mal ausgelaugt. Ich weiß noch damals, als ich 3 Tage lang gefeiert habe, Party gemacht habe mit Freunden und dann halt nicht geschlafen habe in der Zeit. Und dann, das ging schon Richtung, okay, wir haben jetzt wirklich bald 3 Tage, wo kein Schlaf war. Also das war nicht ganz. Das war echt krass, weil man ist dann immer wieder müde, aber man hat immer wieder diesen Punkt dann irgendwann überwunden, ja, wo man dann halt sagt, oh hey, ja, jetzt bin ich ja gar nicht mehr müde.
Aber zum Schluss war es halt einfach so, ich bin einfach nur noch halb tot in mein Bettchen gefallen und habe geschlafen wie sonst was. Ja, das geht so. Dann brauche ich eigentlich nur noch ein Dach, aber das muss ich aus irgendeinem anderen Material machen, was ich jetzt gerade nicht habe, beziehungsweise ich dann basteln müsste. Ja, basteln. Das mag ich gerade nicht. Nee, 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 ich mag gerade nicht basteln. Deshalb, ich muss mal gucken, weil ich muss jetzt ja noch Ark Survival Evolved und Metro aufnehmen, weil ich habe Subnautica, habe ich noch eine Folge. Aber, ob ich das jetzt schaffe, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Wenn nicht, muss ich da irgendwie was anderes einfallen lassen. Na gut, dann würde ich erstmal sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss, weil ich merke wirklich, es ist, ui. Da kam der nächste Gegner. Ich hoffe, es ist nicht zu dramatisch. Ich überlege gerade mit dem Dach vielleicht ringsrum Steinziegel, nee, Steinziegel nicht, Pflastersteintreppen zu nehmen ringsrum und dann an den Ecken zur Mitte hin halt auch dann irgendwie Pflasterstein. Da müssen wir mal gucken. Ansonsten Holz, also hier helles Holz hätte ich dann, glaube ich, gerne genommen. Hier dieses Birkenholz, müssen wir mal schauen. Ich denke, da lässt sich garantiert irgendwas finden, dass das echt ein bisschen auffälliger aussieht. Gehe ich mal ganz stark von aus. Na gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen. Ansonsten wahrscheinlich bei den anderen Displays, zumindest Subnautica definitiv. Die anderen kann ich noch nicht versprechen. Guckt einfach rein, ihr seht's ja. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.